Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung bei den Luxemburg-Lectures. Wir haben heute als Vortragenden Bob Jessop. Bob Jessop ist Professor für Soziologie an der Universität Lancaster in England. Er ist gerade für längere Zeit in Deutschland und in Berlin mit einem Forschungsprojekt zu der Thematik, an der er schon seit längerem arbeitet, zusammen mit Nailing Sum, zum Thema Cultural Political Economy. Und sein Interesse, insbesondere jetzt auch aktuell in der Krise, zielt auf die Frage der Krise und des Krisenmanagements. Um ihn noch ein bisschen weiter vorzustellen, will ich einige der Bücher erwähnen, die er veröffentlicht hat. Das ist wirklich eine kleine Auswahl aus einer großen Liste von Aufsätzen und Büchern, die er über viele Jahre geschrieben hat. Bob ist, das will ich auch nochmal sagen, ich meine, ist der deutschen Diskussion, also jetzt muss man genauer sagen, auch der westdeutschen marxistischen Diskussion seit langem verbunden, ich sag mal verbunden, ja, weil er einer derjenigen war und auch ist, der an viele Debatten anschließt, der Wertformanalyse, der Staatsableitungsdiskussion, ohne das ausdrücklich in diesem Sinne zu vertreten, weil er selber dann auch viel stärker sich dann mit Poulantzas und breiteren Ansätzen der materialistischen Staatstheorie befasst hat. Aber daher kommt auch die lange Bekanntschaft bis hin auch zu sehr guten Freundschaften in die deutsche Diskussion, also auch persönlichen Verbindungen in die deutsche Diskussion hinein, was eigentlich doch auch eher ungewöhnlich ist, ja, dass wir mit Bob Jessop jemanden haben, der aus dem angelsächsischen Bereich sehr regelmäßig, sehr kontinuierlich auch in deutschen Zusammenhängen veröffentlicht oder mitdiskutiert und mit vielen Verbindungen hat. Also durchaus in manchen Publikationen eng damit verbunden, aber dann eben eine lange Linie der Beschäftigung mit der materialistischen Staatstheorie. Will ich einige nennen. Das letzte umfangreiche Buch ist State Power, erschien 2007. Er arbeitet jetzt mit Nailing Sum an einem Buch, was nächstes Jahr erscheinen wird, Towards Cultural Political Economy, was eine Fortsetzung darstellt eines früheren gemeinsam verfassten Buches Beyond the Regulation Approach, etwas, was auch sozusagen ihn in England und einige von uns, die wir in Deutschland materialistische Staatstheorie machen, dann sehr beschäftigt hat, der regulationstheoretische Ansatz und eben auch die wichtigen Beiträge von Bob zu diesen Debatten. Auf Deutsch, das will ich wenigstens sagen, er hat ja in vielen Büchern und Zeitschriften auch auf Deutsch publiziert, aber einige dieser Aufsätze sind dann vor einigen Jahren von Bernd Röttger zusammengetragen worden, 2007 im Argumentverlag unter dem Titel Kapitalismus, Staat, Regulation. Heute werden wir ganz angemessen zur Krise einen Vortrag hören zu der Frage, warum die Linke in der Krise gescheitert ist oder versagt hat, genau, nicht gescheitert, versagt hat, genau, mit Fragezeichen sowieso. Das Fragezeichen ist von großer Bedeutung. Wir freuen uns ja für die Gelegenheit. Ich will noch eine Sache sagen zur Vorstellung, die ja auch für den Anlass nicht unwichtig ist, weil es auch eine sehr schöne Sache ist, dass Bob mit seinem im Zusammenhang auch seiner Forschungsarbeiten jetzt eng mit der Luxemburg-Stiftung und dem Institut für Gesellschaftsanalyse zusammenarbeitet, in der Form, dass er jetzt Fellow ist, also Senior Research Fellow, also dass er und wir auch im Zusammenhang der Stiftung die Möglichkeit haben, auch sehr intensiv miteinander zu diskutieren.
Also insofern ist es sozusagen ein Teil dieses Prozesses unserer Diskussion, die wir auch hier haben. Und ich freue mich, diese Möglichkeit, dich hier zu begrüßen und diesen Vortrag und die Diskussion zu haben. Vielen Dank. Okay, thank you very much. Thank you for turning up despite the weather, the football and competing entertainments tonight. Thank you. I must remember to do this. I'm very bad at microphones. Thank you for turning up despite the weather, the football, competing entertainments and distractions. I was last in this room on the 8th of May. It was also the first time I was in this room to hear Ellen Mikesins Wood deliver her Rosa Luxemburg lecture on capitalism and democracy. And she remarked, as she opened her presentation, with an expression of world-weary resignation, that academics get invited to lecture on themes for which they're well known, but on which, for whatever reason, they're no longer working. And that's not the case tonight. I'm not known for explaining the failures of the left, and in part that explains the Fragezeichen. And I've not studied them before, or at least not studied them in a German context. So if I look weary, it's not world-weary resignation about being asked to repeat old themes. Rather, it's because I've been burning the midnight oil, like many a student, to catch up with where the debate is at the moment. And when Mika Bree suggested the topic to me, I couldn't guess how much time would be involved in preparations. It's reminded me of the time 45 years ago now and counting when I did my undergraduate exams. Whether I'll pass this test or not, we'll find out in the question and answer session. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank auch für eure Anwesenheit hier, wo wir ja doch einerseits mit dem Wetter zu kämpfen haben und andererseits aber auch im Wettbewerb stehen mit vielen anderen Veranstaltungen, die zeitgleich laufen, nicht zuletzt auch Fußball und weitere größere Veranstaltungen. Ich war zuletzt in diesem Raum hier am 8.5. dieses Jahres, was gleichzeitig auch das erste Mal war, und hatte da die Gelegenheit, Ellen Mikesins Wood zuzuhören, die hier als Teil der Rosa Luxemburg Lecture ihren Aufsatz oder ihre Präsentation zu Kapitalismus und Demokratie machte, die sie folgendermaßen eröffnete, nämlich mit einer Bemerkung, die ein bisschen ja resignativ und abgespannt wirkte, dass Akademiker im Allgemeinen dazu eingeladen werden, Lectures, also Vorlesungen zu halten, zu Themen, für die sie sehr bekannt sind, aber zu denen sie gleich aus welchen Gründen auch immer, nicht länger arbeiten. Dies ist nun heute Abend nicht der Fall. Ich bin nicht gerade dafür bekannt, dies Versagen der Linken, in Anführungsstrichen, zu erklären und habe das auch früher noch nicht gründlicher untersucht, insbesondere nicht im deutschen Kontext. Wenn ich also etwas abgespannt aussehe, dann eigentlich nur, weil auch bei mir noch bis in die tiefe Nacht die Kerzen brannten, wie auch bei vielen Studenten das der Fall ist, um mich auf dem Laufenden zu halten und zur aktuellen Krise zu lesen. Als Michael Brieg dieses Thema nahegelegt hat, konnte ich mir gar nicht vorstellen, also wie sehr mich doch diese Vorbereitung für das Thema heutzutage mich an denjenigen Tage vor über 45 Jahren erinnerten, als ich gerade mich auf meinen BA-Abschluss, auf meinen BA-Abschluss, auf meinen Bachelor-Abschluss vorbereitete. Ob ich nun also das heute Abend hier bestehen werde oder nicht, das wird dann ja hoffentlich die Frage- und Antwort-Session zeigen. Okay, with lectures, as with exams and answering them, one should outline the argument, present it, and then summarize it. So in that spirit, my presentation tonight has seven parts. First, and I think very importantly, I'm going to note that the biggest failures in the current crisis are not those of the left, but of the right and the center. I'm going to explain then why starting with the failure of the left is not the best place to begin an analysis of failure in the current crisis. Drawing on Marx, Gramsci, Poulenc's,
I'm going to outline some key features of conjunctural analysis, because the current crisis, if it causes problems on the left, is causing problems in part because of the difficulties in getting to grips with the analysis of the concrete situation. I'll then revisit the unity of theory and practice in terms of how one learns in crisis and how, in this context, the left might be learning or failing to learn in crisis. Finally, for those who are neugierig on this matter, I'm going to define the left, but I'm going to distinguish three lefts and suggest only one of them has really seriously failed, and the other two are not doing too badly. When we read obituaries in England about people who fought in the Second World War, we often read that they had a good war. And one of the things I'm going to suggest is that at least certain parts of the left are having a good crisis. And finally, I'm going to sketch the complexities of the current crisis and address relevant analyses and activities of the three lefts. Wie auch bei Antworten auf Prüfungsfragen verhält es sich ein wenig mit Vorlesungen. Man sollte natürlich erstmal überhaupt die Argumentation vortragen, diese dann ausführen und schließlich noch sowas wie einen Abschluss bilden, also eine Zusammenfassung. Und in diesem Sinne hat nun also meine Vorlesung 7 Teile. Zu Anfang, und das wird doch das Wichtigste sein, werde ich vorbringen, dass also das größte Versagen nicht wirklich in der Linken liegt, sondern vielmehr die Rechte und das Zentrum großartig versagt haben. Ich werde dann im zweiten Punkt weitermachen damit, warum ich denke, dass dieses Versagen der Linken als Ausgangspunkt für die Analyse des Versagens in der Krise zu nehmen, nicht wirklich glücklich ist. Und im dritten Punkt dann mich auf Marx, Gramsci und Polanzer Schriften zu beziehen, um einige Schlüsselcharakteristika einer Konjunkturanalyse zu entwickeln, wobei hier unter Konjunkturanalyse natürlich nicht die wirtschaftliche Konjunkturanalyse, sondern diejenige der historischen und konkreten Konstellationen von historischen Kräften verstanden werden muss. Im vierten Punkt dann werde ich noch einmal auf den Punkt der Einheit von Theorie und Praxis eingehen, in Bezug darauf, wie man nun aus einer Krise lernen kann und wie insbesondere vielleicht auch die Linke innerhalb dieser Krise oder aus dieser Krise lernt und auch noch lernen könnte. Als fünften Punkt dann werde ich als fünften Punkt werde ich dann drei unterschiedliche Linke ausmachen, die in dieser Analyse unterschieden werden müssen, und werde versuchen, auch ihr jeweiliges Scheitern, ihr jeweiliges Versagen auszumachen, und werde da auch einen Begriff verwenden, wie also, dass eine bestimmte Linke eine gute Krise gehabt hat. Das bezieht sich darauf, dass also in vielen Nachrufen in England, insbesondere von Leuten, die noch am Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben, doch zu lesen ist, dass diese Menschen einen guten Krieg gehabt haben. Und in diesem Sinne werde ich von einer guten Krise auch sprechen. Und sechstens dann auf die Komplexitäten der gegenwärtigen Krise und entsprechend wichtige und bedeutende Analysen und Aktivitäten der drei Linken einzugehen und diese auszumachen, und im siebtens dann also einige kurze Schlussfolgerungen zu ziehen. I would like to suggest then that of the three lefts that I will talk about later, social democracy has not had a good crisis. But I nonetheless think that starting with a discussion of failure with the left is wrong. That's especially true if the failure is defined in terms of an absent or missing revolution. This is a crisis in capitalist societies, above all, a crisis in a world market reorganized in the shadow of neoliberalism and subordinate to the insane logic of finance-dominated accumulation. Globally, then, the biggest responsibility for the crisis lies with the social forces who pushed for liberalization, deregulation, privatization,
market proxies in the residual state sector, internationalization, tax reductions, the protection of tax havens, and especially in the last 15 years, the massive expansion of excessively leveraged, deregulated, fictive capital. Und ich kann also hier eingangs erstmal sagen, dass also die Sozialdemokratie in diesem Sinne, wie eben dargestellt, also keine gute Krise gehabt hat. Insbesondere dann, wenn wir davon ausgehen, also dass wie ich das hier vertrete, dass eine der Ausgangspunkt, also das Versagen der Linken zum Ausgangspunkt einer Diskussion über die Krise zu nehmen, grundsätzlich falsch ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn das Versagen insbesondere als Abwesenheit, also als nicht stattgefundene Revolution diskutiert wird. Zuerst einmal ist hervorzuheben, dass dieses eine Krise in kapitalistischen Gesellschaften und hier zuvörderst auch eine Krise im kapitalistischen Weltmarkt ist, der im Schatten des Neoliberalismus sozusagen umorganisiert wurde und der verrückten Logik untergeordnet wurde, der verrückten Logik der finanzdominierten Akkumulation untergeordnet wurde. Auf globaler Ebene folglich ist zu sagen, dass die größte Verantwortung für die Krise natürlich mit den gesellschaftlichen Kräften, bei den gesellschaftlichen Kräften liegt, die hier die Liberalisierung, die Deregulierung, die Privatisierung, aber auch die Etablierung von marktförmigen Gebilden in dem restverbliebenen öffentlichen Dienst, den wir noch haben, dann der Internationalisierung, den Steuerverringerungen, aber auch dem Schutz von Steuerparadiesen und insbesondere in den letzten 15 Jahren der massiven Expansion von deregulierten, fiktiven Kapital, was durch zu wenig realen Wert abgesichert ist, basiert. Diese Kräfte, die das vorangetrieben haben, sind zentral verantwortlich. Regarding the Eurozone, the crisis is rooted in the growing incompatibility of varieties of capitalism, Spielarten des Kapitalismus, within a poorly designed Euroland economy with defective modes of governance. Europe's been reorganized in the shadow of neo-mercantilism, but crisis management is primarily based on neoliberalism. The biggest responsibility here lies with transnational capitalist forces that pushed European integration and dependent capitalist development forward at the expense of dependent capitals, subaltern classes and groups. Mit Bezug auf die Eurozone lässt sich die Krise ausmachen, ist die Krise verankert in der wachsenden Inkompatibilität, das heißt der nicht, des nicht zueinander passens der verschiedenen Spielarten des Kapitalismus innerhalb einer Eurolandwirtschaft, die schlecht von Anfang an konstruiert worden ist und mangelhafte Regierungsformen hervorgebracht hat. Europa ist in einer Art und Weise organisiert worden im Schatten eines Neomerkantilismus, aber das gesamte Krisenmanagement hat eine neoliberale Ausrichtung. Die größte Verantwortung hier kommt den transnationalen kapitalistischen Kräften zu, die die europäische Integration vorangeschoben haben, dabei auch darauf aufbauend, dass es eine abhängige kapitalistische Entwicklung im südlichen Europa gibt und dass sozusagen die abhängigen Kapitalien als auch die subalternen Klassen und Gruppen nicht von diesem Modell profitieren konnten. The effect of these changes was to intensify the inherent crisis tendencies of accumulation and to entrench super predatory financial capital, political predation and accumulation by dispossession. While social democracy has been complicit in these developments, the radical left, and even more the extra-parliamentary left and social movements, are largely innocent. We can't therefore blame them for the crisis. Die Auswirkungen dieser Veränderungen bestanden darin, dass es zu einer Intensivierung der dem Kapitalismus inhärenten Krisentendenzen der Akkumulation kam. Und dass ein
Überausbeut, also ein Finanzkapitalismus aufkam, der auf einem Überausbeutungs- und einem Aneignungs-, also Überaneignungsmodell basierte, dass es eine, zu einer gewissen politischen Verarmung kommt und eine Akkumulation durch Enteignung. Wo, während die Sozialdemokratie weitestgehend in diese Entwicklung verwickelt ist und sie mit vorangetrieben hat, kann man das von der radikalen Linken und darüber hinaus noch von der außerparlamentarischen Linken und den sozialen Bewegungen nicht sagen. Sie sind weitgehend unschuldig in dieser Entwicklung und können dafür nicht verantwortlich gemacht werden. As Atlantic Fordism entered crisis, capital went on the offensive and the working class was put on the defensive. Democratic socialism was not on the agenda. The horizon of action for defensive actions was to protect the economic and social gains of the post-war settlement and its class compromise, and to expand the space for political mobilization opened by new social movements. Mit der Krise, die den atlantischen Fordismus erfasste, gelang es dem Kapital, in die Offensive zu gehen. Und die Arbeiterklasse sah sich plötzlich in der Defensive. Der demokratische Sozialismus stand überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Vielmehr bestand der Aktionshorizont in der Möglichkeit von Verteidigungsaktionen, um jetzt hier die ökonomischen und gesellschaftlichen Ergebnisse der Nachkriegsordnung und der Nachkriegsübereinkünfte und des damit einhergehenden Klassenkompromisses zu verteidigen und diesen Raum für politische Mobilisierung, der durch neue soziale Bewegungen eröffnet wurde, auch auszuweiten. If democratic socialism and radical left movements have failed in the current crisis, they have failed in different ways. Their failures are rooted in the new balance of forces introduced step by step by the ratchet effect of creeping neoliberalism. And also by the series of defeats imposed on the organized labor movement by the absorption of social movements into the logic of capital accumulation and by the rise of authoritarian statism, which has limited the access of popular movements to the levers of power. Wenn der demokratische Sozialismus und auch die radikalen linken Bewegungen in dieser gegenwärtigen Krise versagt haben sollten, dann haben sie auf verschiedene Arten und Weisen versagt. Ihr Versagen, ihre unterschiedlichen Formen des Versagens, sind gegründet in der neuen, im neuen Kräftegleichgewicht, das Schritt für Schritt durch den Sperrklinkeneffekt eines sich langsam entwickelnden Neoliberalismus aufgetan hat. Das heißt, sobald erstmal eine Stufe erreicht war, konnte man dahinter nicht wieder zurück. Und natürlich auch durch die Reihe von Niederlagen, die der organisierten Arbeiterbewegung gegenüber durchgesetzt wurden. Die Aufsaugung sozialer Bewegung in die Logik der Kapitalakkumulation und auch das Aufkommen und Stärken eines autoritären Staatsverständnisses und auch staatlicher Aktionen, die jetzt den Zugang von Volksbewegungen, von Bewegungen von unten zu den Hebeln der Macht verringerten. The room for maneuver was very limited, but we can still ask whether the different forces on the left achieved what was possible in this conjuncture. This question concerns the relations between theory and practice and its implications for politics as the art of the possible. I'm going to revisit this question of theory and practice later, but first I'm going to review some classic arguments about conjunctural analysis. Der Bewegungsspielraum war sehr eingegrenzt, aber natürlich können wir dennoch fragen, ob die unterschiedlichen Kräfte auf der Linken dasjenige erreicht haben, was in dieser Konjunktur, in dieser Konstellation möglich war. Diese Frage betrifft natürlich vor allem das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis und dessen Auswirkungen auch für Politik, hier verstanden als die Kunst des Möglichen. Ich werde nochmal auf dieses Thema zurückkommen, nachdem ich jetzt zuerst einmal auf einige klassische Argumentationen über die Konjunkturanalyse, die Analyse der Konstellation eingehe. Lenin said that the central focus of political action and analysis is the concrete analysis of a concrete situation oriented to the correlation of forces. Althusser defined the conjuncture as a key concept, the key concept of a Marxist science of politics.
the exact balance of forces, state of overdetermination of the contradictions at any given moment to which political tactics must be applied. To see what this involves, I'm going to introduce examples from three leading Marxist theorists who were also involved in political practice. They are Marx, Gramsci and Poulenzas. Lenin hat gesagt, dass der zentrale Fokus der politischen Analyse und Aktion in der konkreten Analyse einer konkreten Situation bestehen würde, die sich auf die Korrelation der Kräfte bezieht. Althusser hat hier die Konjunktur als Schlüsselkonzept einer marxistischen Politikwissenschaft beschrieben. Zitat, Anführungsstriche, nämlich die exakte das exakte Kräftegleichgewicht, die Situation, der Zustand der Überdeterminierung der Widersprüche zu jedem gegebenen Zeitpunkt, an dem die politische Taktik angewendet werden muss, Anführungsstriche zu Ende. Um jetzt ausmachen zu können, was das beinhaltet, möchte ich ein paar Beispiele einer Konjunkturanalyse von drei führenden marxistischen Theoretikern einführen, die gleichzeitig auch politische Praxis ausgeübt haben und beziehe mich hierbei auf Marx, Gramsci und Poulenzas. In the 18th Brumaire, Marx describes the background to Louis Bonaparte's coup d'état on the 2nd of December 1851. This text periodizes political developments in terms of four topics: the political scene, the social content of politics acted out on this stage, the changing architecture of the state, and the complexities of economic development. Im 18. Brumaire des Louis Bonaparte beschreibt Marx den Hintergrund zu dem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851, durchgeführt durch Bonaparte. Hierin periodisiert er die politischen Entwicklungen in Bezug auf vier miteinander zusammenhängende Themen. Einerseits die politische Szene, dann der gesellschaftliche Gehalt der auf dieser Szene durchgeführten Politik, die sich verändernde Architektur des Staates und die Komplexitäten der wirtschaftlichen Entwicklung. The political scene can be defined as the visible but imaginary world of everyday politics as acted out before the general public through the open and declared action of more or less well-organized social forces, and it takes the form, if you like, of an experimental theater. Reflecting the metaphor of the political scene, these social forces assume different characters, masks, roles, styles of political action, according to changing material circumstances, strategies, and moods. And I'm going to add here that it's important not to mistake the political scene for the underlying realities of political developments and economic developments. Zum ersten Punkt, die politische Szene. Diese lässt sich definieren als die sichtbare, aber in Anführungsstrichen imaginäre Welt der Alltagspolitik, wie sie nun vor der allgemeinen Öffentlichkeit durch die offene und auch erklärten Aktionen mehr oder weniger gut organisierter gesellschaftlicher Kräfte in der Art, in der Form eines experimentellen Theaters ausgeführt werden. Wenn, um die Metapher der politischen Szene zu reflektieren, lässt sich sagen, dass diese gesellschaftlichen Kräfte unterschiedliche Personen annehmen, unterschiedliche Masken, unterschiedliche Rollen und Stile des politischen Handelns, je nach den sich verändernden gesellschaftlichen materiellen Umständen, den Strategien und den Stimmungen. Wichtig jedoch dabei ist, diese politische Szene jetzt nicht zu verwechseln mit den sich darunter diese begründenden materiellen wirtschaftlichen Entwicklungen. The social content of politics acted out on this stage involves Marx in a closer inspection of the rude external world based on looking behind the scenes to look at the situation and the parties behind superficial appearances veiling the class struggle. Marx describes the stakes, strategies and tactics involved in the political class struggle and relates them to the present situation. What's important here is that he doesn't assume
eternal idealized class interests, but relates it to the horizon of action in this particular period. Der zweite Punkt zum gesellschaftlichen Gehalt der jetzt auf dieser Szenerie ausagierten, ausgespielten Politik. Hierin geht Marx intensiver ein, untersucht genauer die in Anführungsstrichen rude äußere Welt, die darauf, was darauf basiert, sozusagen, dass er hinter die Szene der Situation und der Parteien guckt, hinter diese oberflächliche Erscheinungsweise, die den Klassenkampf verschleiert. Er beschreibt das, was auf dem Spiel steht, die Strategien und Taktiken, die in dem politischen Klassenkampf angewendet werden und eine Rolle spielen, und verbindet das mit der gegenwärtigen Situation und ihrer verschiedenen strategischen und taktischen Möglichkeiten, ohne dass er dabei idealisierte, als ewig imaginierte Klasseninteressen voraussetzen und annehmen würde oder zugrunde legen würde für seine Analyse. The third point, changes in the state and the wider political system as these are shaped by economic, political and ideological struggles. He wasn't trying here to produce a constitutional analysis or dry public administration, but to identify the chances of pursuing particular strategies and tactics through the exercise of state power, or of course, of blocking attempts to do so. In this sense, he anticipates what Gramsci later will call wars of position and wars of maneuver, and that includes attempts to alter the architecture of the state, to bias the selectivities of the state in one direction or another. Drittens nun Veränderungen im Staat und des erweiterten politischen Systems, je nachdem wie dieses nun geprägt wird durch ökonomische, politische und ideologische Kämpfe. Hierin besteht mein Ziel nicht so sehr daran, eine trockene Analyse der Verfassung oder gar der Verwaltungs- und administrativen Apparate des Staates zu liefern, sondern vielmehr die Chancen zu identifizieren, die in der Verfolgung ganz bestimmter Strategien und Taktiken liegen, indem hier Staatsmacht ausgeübt wird oder im Gegenteil nun hier die Ausübung von Staatsmacht genau verhindert, blockiert wird. Und in diesem Sinne beschreibt Marx das, was Gramsci später als entweder Stellungskrieg oder Bewegungskrieg bezeichnet hat, indem hier versucht wird, natürlich Anstrengungen zu unternehmen, um die Architektur des Staates und der damit einhergehenden Selektivität des Staates zugunsten der jeweiligen Position zu verändern. And the fourth point, and also very important, is the interconnected movements of the local, national and international economy over different timescales on how they shape the political positions that could feasibly have been adopted in given conjunctures. And again, Marx emphasizes here the need to relate political action to the present situation. But it's also important to note that it's this long-term movement at different scales that ultimately shapes the possibilities of politics. The political scene can often be very illusory in relationship to the longer-term unfolding of economic dynamics. To give you a contemporary example, the political scene around the Eurozone crisis changes almost day to day, but whether or not this has any influence at all on the eventual breakdown of the Eurozone is another matter entirely. So the political scene and the underlying developments are two very different things, but the politics passes through the political scene. Viertens ist hier auch wichtig hervorzuheben, die miteinander verbundenen und die miteinander verbundenen Bewegungen der lokalen, nationalen und internationalen Ökonomie über verschiedene Timescalen und wie diese jetzt die politischen Positionen prägen, die überhaupt möglicherweise in einer gegebenen Konjunktur hätten angenommen werden können oder angenommen werden können. Hier betont Marx ebenfalls die Notwendigkeit, das politische Handeln
auf die gegebene Situation in der jeweiligen Gegenwart anzuwenden und zu beziehen. Dabei ist nochmal ganz entscheidend hervorzuheben, dass es sozusagen einen gravierenden Unterschied zwischen der politischen Szene hier, die eine gewisse illusorische, imaginäre Kraft verdeutlicht, und der zugrunde liegenden ökonomischen Entwicklung gibt. Das lässt sich sehr gut auch an den gegenwärtigen Situationen und Diskussionen um die Krise der Eurozone verdeutlichen. Im Prinzip haben wir jeden Tag eine beständig wechselnde politische Szene, die sich jetzt neue Gedanken macht über irgendwelche Pläne, wie dieses jetzt verändert werden kann. Gleichzeitig jedoch sagt uns das nichts darüber aus, wie am Ende und in welcher Weise sozusagen diese Krise dann auch tatsächlich zu tragen kommt. Wir müssen hier also zwischen diesen beiden Situationen ganz grundlegend unterscheiden. Right. I'm keeping an eye on the time, and we've already spent almost half an hour, so I'm going to speed up by cutting out one or two sections of the presentation. Anybody who wants the full version of the paper can write to me, and I'll send them very happily a copy by email. So I'm going to bypass Antonio Gramsci on the grounds that everybody knows about Antonio Gramsci and conjunctural analysis, and turn to my Lieblingsstaatstheoretiker, Nikos Poulantzas. Ja, angesichts der schon fortgeschrittenen Zeit werde ich jetzt hier mal Antonio Gramsci rausnehmen, über den doch die Mehrheit eigentlich was weiß, und werde jetzt zu meinem Lieblingsstaatstheoretiker, Nikos Poulantzas, kommen. Ja. Poulantzas built on Marx, Engels, Lenin, and notably Gramsci in his account of the rise of fascism in Italy and Germany, and later his remarks on the collapse of military dictatorships in Greece, Portugal, and Spain. He identified very general crisis tendencies in capitalism, political and ideological, as well as economic, and noted that they're constantly reproduced in capitalist societies. But crises only emerge when those elements fuse or condense into a distinct conjuncture. Not only that, economic crises, he argued, don't matter that much. What matters is when economic crises translate into political crises. And we could summarize some of these ideas in an insight of a contemporary of Poulantzas, Régis Debray, that crises are objectively overdetermined moments of subjective indeterminacy, and that's why the political struggle or other forms of struggle matter so much, because a crisis is also a moment of subjective indeterminacy. Gut, in seiner Beschreibung des Aufstiegs des Faschismus in Italien und Deutschland und später dann auch in seinen Bemerkungen über den Zusammenbruch der Militärdiktaturen in Griechenland, Portugal und Spanien bezog sich Poulantzas auf Marx, Engels, Lenin und natürlich auch Gramsci und hat hier sozusagen eine Krisentendenz ausgemacht, die sich auf verschiedenen politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Feldern ausgespielt hat, vor allem auch auf ideologischen Feldern, die in der kapitalistischen Gesellschaft konstant reproduziert werden. In diesem Sinne kommen die Krisen zum Tragen, wenn diese Elemente zusammenkommen, um eine spezifische Konjunktur auszubilden. Und so mag also eine einzelne ökonomische Krise nicht unbedingt so stark von Bedeutung sein, aber an dem Punkt, wo sie in eine politische Krise übersetzt wird, wird aus ihr die Frage des oder entsteht die Frage des politischen Handelns, weil die Krisen letztlich überdeterminiert sind, überdeterminierte Zusammenfassung einer allgemeinen Krise zusammen mit spezifischen Krisentendenzen und zufälligen Vorkommnissen, kombinieren sich zu einer Form einer bestimmten Konjunktur mit ihren eigenen Rhythmen und ihren eigenen Handlungsmöglichkeiten. Hier lässt sich Bezug nehmen auf Régis Debray, der also zeitgleich mit Poulantzas natürlich geschrieben hat, und sagen, dass Krisen objektiv überdeterminierte Momente einer subjektiven Unbestimmtheit sind. Und deshalb hat der politische Kampf eine solche Bedeutung, weil eine ganz spezifische Aktion den Unterschied für den Ausgang der Ereignisse haben kann. In Fascism and Dictatorship, which was published in French in 1970,
Poulenc-Hess argued that fascism did not correspond to a terminal crisis of capitalism, but a structural economic crisis overdetermined by a crisis of hegemony within the power bloc, of the power bloc over the popular masses, a generalized ideological crisis, and also various forms of state and political crisis. And what's important for my subsequent argument is that Poulenc-Hess analyzed the rise of fascism in terms of successive steps in a complex war of position and maneuver. His entry point into the analysis of the concrete situation was to ask whether the politically dominant force was the bourgeoisie or working class, or alternatively, whether there was an unstable equilibrium of compromise. And he asked whether the bourgeoisie or working class was engaged in a strategic offensive or would be able to launch one. If so, should this be met with a counter-offensive or with defensive steps? Reading the correlation of forces correctly was crucial to avoiding offensive steps during a phase when defensive measures were more appropriate and vice versa. In seinem Buch Faschismus und Diktatur, das auf Französisch 1970 herausgekommen ist, hat Poulenc-Hess argumentiert, dass der Faschismus nicht einer endgültigen Krise des Kapitalismus entsprechen würde, sondern vielmehr der Ausdruck einer strukturellen Wirtschaftskrise sei, die durch eine Krise der Hegemonie innerhalb des Machtblocks und des Machtblocks über die Volksmassen sozusagen überdeterminiert sei und einhergehen würde mit einer generalisierten ideologischen Krise sowie verschiedener Formen der Krise von Staatskrisen und politischen Krisen. Und in diesem Sinne hat Poulenc-Hess das Aufkommen des Faschismus als eine Abfolge nacheinander abfolgender Schritte in einem komplexen komplexen Stellungs- und Bewegungskrieg nachgezeichnet. Er hat sich gefragt, ob die politisch dominanten Kräfte jeweils die Bourgeoisie oder die Arbeiterklasse waren oder alternativ, ob es hier ein instabiles Kompromissgleichgewicht gab. Und er hat gefragt, ob die Bourgeoisie oder die Arbeiterklasse gerade sich in einer strategischen Offensive befand oder in der Lage wäre, diese anzugehen. Wenn dies der Fall sei, sollte dies denn nun mit einer Gegenoffensive oder mit eher Schritten in Richtung der Verteidigung des Erreichten gehen? Das war hier die Frage. Und es war von zentraler Bedeutung, die grundlegende Korrelation der Kräfte, die grundlegenden Kräfteverhältnisse genau zu lesen, um jetzt in einer Phase, wo defensive, wo Abwehrmaßnahmen angesagt wären, zu vermeiden, jetzt plötzlich offensive Schritte zu gehen und umgekehrt. Poulenc-Hess argued that the bourgeoisie held the dominant position in the class struggle throughout the rise and consolidation of fascism. The working class had failed in its offensive, in its open war of maneuver in 1918 to 19 in Germany and Italy, when state power could have been seized. And it also failed to win decisive long-term political gains short of revolution, which could have been won in Italy in 1920 or Germany in 1923. This was followed by a period of relative stabilization before the bourgeoisie embarked on its own offensive to smash the organizational bases of the labor movement and reverse its earlier economic and political gains. The working class and its representatives also failed in this period. It failed in that particular concrete situation in the more limited objective of checking fascism during the initial period of bourgeois offensive before the point of no return. Instead, the working class was neutralized and after the point of no return could be smashed. Poulenc-Hess vertrat die Position, dass die Bourgeoisie die dominante Position im Klassenkampf
während des Aufkommens und der Konsolidierung des Faschismus innehatte. Die Arbeiterklasse versagte in ihrer Offensive, in ihrem offenen Bewegungskrieg von 1918-19, sowohl in Deutschland als auch in Italien, als die Staatsmacht hätte ergriffen werden können. Und nach diesem Versagen auch entscheidende langfristige politische Fortschritte, die noch natürlich unterhalb der Revolution lagen, in Italien 1920 und in Deutschland 1923 hätten erreicht werden können. Auf dieses folgte dann eine Phase relativer Stabilisierung, bevor die Bourgeoisie mit ihrer eigenen Offensive losschlug, um die organisatorischen Grundlagen der Arbeiterbewegung zu zerschlagen und ihre früheren ökonomischen und politischen Fortschritte wieder umzukehren. Die Arbeiterklasse und ihre jeweiligen Vertreter versagten in dieser Periode. Sie versagten in dem Angehen des neuen, eher begrenzteren Zieles, den Faschismus in Schach zu halten, während der Anfangsperiode der Bourgeoisen, der Offensive der Bourgeoisie, bevor es an den Punkt, ja, an einen unumkehrbaren Punkt kam. Stattdessen wurde die Arbeiterklasse neutralisiert und nach diesem unumkehrbaren Punkt konnte sie zerstört werden. I'm going to miss some of the more detailed analysis of fascism in Italy and Germany to move to Poulantzas's remarks on the democratic transition in Greece. Poulantzas argued here that the communist movement, that's to say the communist movement in Greece, had to choose between prioritizing the consolidation of bourgeois democracy or of polarizing forces in a rush towards an anti-monopolistic democratic socialism. The leaders of the Greek Communist Party expected a continuous, uninterrupted path from a united front against military dictatorship to a democratic socialist regime. The Communist Party therefore ignored the need for a flexible strategy with alternating defensive and offensive steps. Its intransigence in this regard hindered the growth of popular struggles and made a bourgeois counter-offensive and even resurgence of military power more likely, especially given the fact that capital continued to be very strong within the framework of the state and even more so internationally. Ich werde jetzt einige noch tieferschürfende Analysen, sozusagen, die Poulantzas vorgetragen hat, mit Bezug auf den Faschismus auslassen mich und rübergehen zur Frage der demokratischen Übergangs in Griechenland. Dazu hat Poulantzas argumentiert, dass die kommunistische Bewegung sich hier gezwungen war zu entscheiden zwischen einer Konsolidierung der bürgerlichen Demokratie oder der Polarisierung der Kräfte, um hier voranzupreschen hin zu einem antimonopolistischen, zu einem demokratischen Sozialismus. Weil jedoch die Führer der kommunistischen Partei eine kontinuierliche, ununterbrochenen Pfad von einer vereinten Front gegen die Diktatur hin zu einem demokratisch-sozialistischen Regime erwarteten, hat die kommunistische Partei die Notwendigkeit einer flexiblen Strategie mit alternierenden Phasen defensiver und offensiver Schritte völlig ignoriert. Ihre Intransigenz, ihre Inflexibilität hinderte sie daran, also auch hinderte oder führte auch dazu, dass das Wachstum von Volkskämpfen unterdrückt wurde und nicht zugelassen wurde und ermöglichte eine bürgerliche Gegenoffensive und gar ein Wiederaufleben, ein Wiedererstarken der militärischen Macht, insbesondere angesichts der anhaltenden Stärke des Staates und des Kapitals auch auf internationaler Ebene. I want very quickly to draw some key points for a conjunctural analysis from this already truncated survey of the work of Marx, Gramsci and Poulantzas. And I want to emphasize, firstly, with Marx, the distinction between the political scene, which is merely the surface on which political actors act out particular struggles, which don't necessarily relate to the underlying, more fundamental shifts in the changing conjuncture. The importance of analyzing the architecture of the state
in terms of the biases that are inscribed within it, in terms of the capacities of different forces to pursue their particular conjunctural interests, and finally with Marx to highlight the importance of the broader shifting intersection, interrelation of local, national, supranational, global economic events. Gramsci, I'm obviously going to refer to wars of position and wars of maneuver, and what I want to take from Poulain's Ass is the very important point about analyzing conjunctures in terms of whether these are moments of offensive or defensive for the fundamental social forces, and what that implies for horizons of action and the adoption of defensive or offensive tactics within that framework. Sorry, I lost you there. Sorry. Okay. There was nowhere. I saw it. Sort of, yes. I didn't keep track. So I'll quickly summarize that. Sorry. Look at the... Ja, das tut mir leid, da habe ich ihn jetzt gerade verloren. Jetzt werde ich mal versuchen, ein bisschen zu extemporieren auf der Grundlage dessen, was wir vorliegen hatten. Also im Wesentlichen ging es nochmal da... es tut mir jetzt leid. Okay. Ich glaube, dass ich schätze, dass die Mehrheit des Publikums... Tut mir leid, da habe ich jetzt eben... Okay, let's agree where we're going. Page 11. Vielleicht ganz kurz nur einfach diese Begriffe für diejenigen, die das jetzt auch. Kann man das hören? Es funktioniert nicht mehr. Ja. Nur ganz schnell die vier relevanten Begriffe, ja, nochmal zur Zusammenfassung. Das ist das Verhältnis, zurückführend auf Marx, von politischer Bühne, politischer Szene und den zugrunde liegenden Kräfteverhältnissen. Das ist zweitens die Architektur des Staates. Das ist drittens das Verhältnis von lokalen, nationalen und supranationalen Beziehungen, also das, was vorher schon als die verschiedenen Skalen behandelt wurde, und dann viertens das Verhältnis von Offensive und Defensive. Ja, also ich glaube, waren ungefähr die vier relevanten Stichwörter, die jetzt so also aus diesen von diesen drei Theoretikern für eine Konjunkturanalyse übernommen werden, um den Rahmen abzustecken. Okay. Thank you, Alex. Conjunctural analysis can be judged in terms of its scientific validity, including whether it's contaminated by extra scientific considerations. We only need to think of the economists who are busy analyzing the crisis at the moment and the fact that they're in the pay of not the scientific profession, but of business of varying kinds. But a conjunctural analysis must also deliver more. At stake is their correctness in terms of their capacity to identify what exists in potential in a given conjuncture, and on this basis to provide sound guidelines to turn these potentials into reality through transformative action. A correct reading of a conjuncture then can create what Foucault calls its own truth effects. To paraphrase Gramsci, there's a world of difference between conjunctural analyses that are arbitrary, rationalistic, and willed, and those that are organic, that is to say, offer a sound, objective analysis in terms of the correlation of forces and the strategic horizons of action of social forces whose ideal and material interests it represents. Gut, also die Frage nach der Konjunkturanalyse oder der Analyse der Konstellation kann natürlich auch in Bezug auf die Frage ihrer wissenschaftlichen Validität bewertet werden.
einschließlich dessen, ob sie nun durch außerwissenschaftliche Erwägungen kontaminiert ist. Aber sie muss da, also wie beispielsweise jetzt, wenn Wirtschaftswissenschaftler, die ja eigentlich auch keine Wissenschaft in dem Sinne ist, de facto von bestimmten Institutionen bezahlt werden, um ihre Analysen zu liefern. Aber sie muss noch darüber hinausgehende Erkenntnisse liefern. Zur Frage steht auch sozusagen, ob die Konjunkturanalysen korrekt sind. Das heißt, die Fähigkeit dessen, was in Potenz existiert, in einer gegebenen Konjunktur auszumachen und auf dieser Basis auch wirklich vernünftige Leitlinien zur Verfügung zu stellen, um diese Potenziale durch veränderndes Handeln in die Wirklichkeit umzusetzen. Ein in Anführungsstrichen richtige Lesart kann auch ihre eigenen Wahrheitseffekte hervorbringen. Um also Gramsci hier, um Gramscis Worte etwas abgewandelt zu verwenden, lässt sich sagen, Zitat, es gibt eine Welt des Unterschiedes zwischen einer Konjunkturanalysen, die zufällig sind, rational geprägt und gewählt, und diejenigen, die organisch sind. Das heißt also, die eine vernünftige, objektive Analyse in Begriffen der Korrelation der Kräfte und der strategischen Horizonte des Handelns gesellschaftlicher Kräfte bieten, deren ideelle und materielle Interessen sie repräsentieren. Right, now we finally get to the three lefts whose failure in the crisis is at question. What I want to do is to distinguish three different lefts that might be analyzed in this context. I want to refer to social democracy, or if you like, the center-left. Parties to the left of social democracy, the radical left or democratic socialism, and social movements and the extra-parliamentary left, which is a rather broad spectrum of forces. And I want to analyze their approaches in relation to different phases of capitalist development on a world scale, starting from the crisis of Atlantic Fordism and the effort to establish a sustainable post-Fordist accumulation regime. Needless to say, those efforts have failed, and we need also to explain that. Ich komme nun auf die Begriffe, die wir sozusagen über das Versagen der Linken in der gegenwärtigen Krise anwenden müssen. Ich mache das aus dem Blickwinkel dreier verschiedener Kräfte. Einerseits der Sozialdemokratie, die Mitte links steht, den Parteien zur Linken, die links von der Sozialdemokratie stehen, die radikale Linke oder in Anführungsstrichen demokratischer Sozialismus, und den sozialen Bewegungen als drittes und damit einhergehend der außerparlamentarischen Linken, ein breites, heterogenes Spektrum. Ihre Analysen und Zugänge, aber auch ihr Handeln analysiere ich in unterschiedlichen Phasen der kapitalistischen Entwicklung mit Bezug auf die Weltentwicklung, ausgehend von der Krise des atlantischen Fordismus und dem Versuch, ein nachhaltiges postfordistisches Akkumulationsregime zu etablieren, was im Übrigen letztlich auch nicht gelungen ist. When I talk of social democracy, I'm not talking of a particular political party, but a particular tendency that could exist in different political parties with three distinctive features. These are that it is a reformist political movement that represents the economic corporate interests of the working class and allied subaltern groups within a bourgeois democratic society. Its basic organizational forms, social bases, horizons of action, political programs, general policy line, are all shaped by a triangular space formed by the capital relation, the sovereign territorial state form, and bourgeois civil society. Wenn ich hier von Sozialdemokratie spreche, dann spreche ich nicht von einer bestimmten politischen Partei, sondern im Prinzip von einer Tendenz, die durch verschiedene Charakteristika ausgemacht wird und so auch in unterschiedlichen Parteien letztlich zu finden sind. Und kurz ausgedrückt ist es so, dass es sich um eine reformistische politische Bewegung handelt, die die ökonomischen und Unternehmensinteressen der Arbeiterklasse und mit ihr verbundener subalterner Gruppen innerhalb einer bürgerlich-demokratischen Gesellschaft
ausdrückt und vertritt, ihre grundlegende organisatorische Form, ihre gesellschaftliche Basen, ihre Aktionshorizonte, aber auch die politischen Programme und die allgemeinen Politiken, die entwickelt werden, sind alle durch ein Dreieck repräsentiert, also was sich im Dreieck darstellen lässt, das auf der einen Seite besteht aus dem Kapitalverhältnis, auf der anderen aus der souveränen, territorial geprägten Staatsform und der bürgerlichen Zivilgesellschaft. And I've got a diagram which has been placed on your seats, hopefully they're not still on your seats, but on your lap, which refers to what I call the social democratic iron triangle. I'm not going to go into details about this. I just want to say that the social democratic movement, not of course necessarily a particular party, operates in the political space formed by the continuing reproduction of institutional distinctions among, if you like, capital, the logic of the profit-oriented, market-mediated capitalist economy, the logic of political democracy with its inherent tension between the politics of electoral representation grounded in universal suffrage and a politics of power constrained by economic and political forces that control other resources, and thirdly, a pluralistic public sphere that provides key sites in which basic social values, identities, interests are contested and attempts made to define economic strategies, political projects and hegemonic visions. Ihr findet auf euren Sitzen und habt das hoffentlich jetzt vor euch ein Diagramm, was vorab verteilt wurde. Und das ist das, ohne dass ich jetzt hier ins Detail gehen möchte, was ich als das sozialdemokratische eiserne Dreieck bezeichne. Erneut, es geht hier um bestimmte Charakteristika und keine spezifische Bewegung, aber wird dadurch geprägt sozusagen, dass die sozialdemokratische Bewegung in einem politischen Raum operiert, der durch die anhaltende, dauerhaftige Reproduktion institutioneller Unterschied, also institutioneller Faktoren geformt wird und geprägt wird. Darunter befinden sich einerseits das Kapital, der kapitalistische Markt, nämlich die Logik der profitorientierten Produktion, die durch den Markt vermittelt ist, die ordinäre kapitalistische Ökonomie. Dann andererseits die Logik der politischen Demokratie mit ihrer inhärenten Spannung zwischen der Politik von Wählerrepräsentation, die sich auf dem allgemeinen Wahlrecht gründet, und einer Politik der Macht, die durch ökonomische und politische Kräfte, die auch andere Ressourcen kontrollieren, kontrolliert wird. Und drittens eine pluralistische öffentliche Sphäre, die Schlüsselorte zur Verfügung stellt, in der grundlegende gesellschaftliche Werte, Identitäten, Interessen herausgefordert werden und Versuche bestehen, hier ökonomische und wirtschaftliche Strategien, politische Projekte und hegemoniale Visionen zu definieren. If we take this triangle as a reference point, social democracy is trapped in the logic of a capitalist Vergesellschaftungsmodus. In periods of prosperity, it can win concessions for the working class and other forces that it claims to represent. In periods of crisis, however, it's locked inside this triangle, which leads to concessions that try to restore the logic of accumulation, protect democratic institutions, even when they have taken the form increasingly of autoritaire etatismus, and protect a fascistized pluralism in the name of equality, even when this is abused, as we see, for example, in the constitutional decisions in the United States around Citizens United. Wenn wir jetzt also an dieses Dreieck denken dann und uns darauf beziehen, dann ist also die Sozialdemokratie in einer Logik des kapitalistischen Vergesellschaftungsmodus gefangen. In Zeiten der Prosperität, des Wachstums, ist sie in der Lage, hier Konzessionen für die Arbeiterklasse und andere gesellschaftliche Kräfte, deren Vertretung sie beansprucht,
zu erwirken. In Krisenzeiten jedoch ist es gefangen innerhalb dieses Dreiecks von Beschränkungen, die dazu führen, dass Konzessionen gemacht werden, die letztlich zum Wiederaufbau der Logik der Akkumulation führen, die zum Schutz, zur Verteidigung demokratischer Institutionen führen, selbst wenn diese sich zunehmend in der Form eines autoritären Etatismus zeigen und darüber hinaus einen fetischisierten Pluralismus im Namen der Gleichheit verteidigen, selbst wenn dieser von Bewegungen missbraucht wird, wie beispielsweise in den USA die sogenannten Citizens United. There's a longer discussion which I would reproduce here about the complicity of social democracy, especially in the form of the so-called third way, in endorsing the development of neoliberalism, even if it seems sometimes to temper or to moderate the impact of neoliberalism. But I want to move on quickly to the parties to the left of social democracy and use the same triangular diagram to explain what I think is the distinctive features compared with social democracy of the radical left. Ja, ich könnte jetzt hier noch auf eine tiefer gehende Diskussion eingehen in Bezug auf die Komplexitäten dieses Diagramms, aber möchte insbesondere hervorheben, dass sozusagen in den neoliberalen Regimen, die wir gesehen haben, war die Sozialdemokratie, insbesondere im Namen des sogenannten Dritten Weges, hat daran mitgewirkt, hier den Neoliberalismus zu konsolidieren und auch indem die Spannungen und die Maßnahmen sozusagen, die ergriffen worden sind, zu unterstützen. Ohne das jetzt noch weiter zu vertiefen, möchte ich auch dieses entwickelte Diagramm anwenden auf die Parteien zur Linken der Sozialdemokratie und deren Spezifika ausmachen. So, in terms of the Dreieck that you have before you, a radical democratic socialism would be characterized by the consistent development of a principled anti-capitalist position, which should include a critique of its socio-ecological as well as socio-economic impacts. And I consider it a high duty of democratic socialism to maintain a consistent anti-capitalist position, even if certain concessions need to be made in terms of day-to-day politics. Without a principled anti-capitalist position, the difference between social democracy and radical democracy disappears. Secondly, there should be a commitment to participatory democracy and its widening into economic democracy, plus mechanisms that will connect representative and direct democracy. And thirdly, in terms of the final ecke of the Dreieck, there should be support of emancipatory movements in civil society, integrating identity politics without a simple celebration of the wonderful heterogeneity of competing identities. Ja, mit Bezug auf die Parteien des Radikalen oder auf die Bewegung des radikalen demokratischen Sozialismus, mit Bezug auf das vorliegende Dreieck, möchte ich betonen, dass es also hier darum geht, eine grundsätzlich antikapitalistische Position zu vertreten, die auch eine Kritik der sozioökologischen Entwicklung als auch der sozioökonomischen Auswirkungen des Kapitalismus beinhaltet. Und es ist von grundlegender Bedeutung und auch zuvörderst der Aufgabe sozusagen dieser demokratisch-sozialistischen radikalen Ausrichtung, ungeachtet gegen kleinerer Konzessionen, die man gegebenenfalls angesichts einer bestimmten Konjunktur machen muss, an dieser Position zentral festzuhalten, weil sie alleine den Unterschied oder in zentraler Funktion den Unterschied dann auch zur Sozialdemokratie ausmacht. Darüber hinaus ist diese Position oder sollte diese Position geprägt sein von einer Verpflichtung auf eine Demokratie der Teilhabe und ihre Ausweitung in eine Wirtschaftsdemokratie sowie zusätzlicher Mechanismen, um die repräsentative Demokratie und direkte Demokratie miteinander zu verbinden. Schließlich die dritte Ecke wird geprägt durch die Unterstützung von Befreiungsbewegungen, also emanzipatorischen Bewegungen in der Zivilgesellschaft,
Hier sollte darauf geachtet werden, die Identitätspolitik miteinander, die Identitätspolitik miteinander zu integrieren, ohne dabei einfach einen identitätsfixierten Pluralismus in seiner Heterogenität abzufeiern. Third left is the extra parliamentary or post-political left, and that has had some important small successes in the crisis. The extra parliamentary post-political left are situated somewhere between social democracy and the radical democratic socialism that I've referred to, identified above all by the bypassing of normal parliamentary politics and an emphasis on social mobilization and post-politics. Dann als dritte Kraft ist hier noch die außerparlamentarische oder postpolitische Linke zu benennen, die auch eine ganze Reihe kleinerer Erfolge in der Krise verzeichnen konnte, wobei hier natürlich das Problem auch besteht, sie zu konsolidieren. Sie steht sozusagen zwischen der Sozialdemokratie und dem radikalen demokratischen Sozialismus und ist in der Lage, die traditionellen Mechanismen der repräsentativen Demokratie zu umgehen. I'm going to skip some arguments again. I just repeat my offer to send the full paper to anybody who wishes to email me. I want to say that the current crisis is one that can be very well described in terms of the title of a book of which Alex Demirovich is a co-editor, Vielfach Krise, and that it has many dimensions to it, stretching back to the crisis of Fordism, the failure to develop a successor to it, the crisis of US hegemony, a crisis of neoliberalism, a crisis of finance-dominated accumulation. But I want to emphasize here, drawing on the Poulenc's analysis, that in contrast with liberal Italy and the Weimar Republic, and perhaps more like New Deal America, the Vielfache Krise is not initially associated with a political crisis or crisis of the state. We're now, however, increasingly seeing representational crises in the relations between parties, voters, and their social bases, the paralysis of political institutions, and the increasing resort to unaccountable action by the centers of financial capitalist power, and the use of the crisis to step up the attack on the residual institutions of the Keynesian welfare state. Ja, ich möchte nochmal mein Angebot zuerst wiederholen, dass also all diejenigen, die Interesse an dem vollständigen Paper haben, mich gerne mailen können und ich es dann gerne zur Verfügung stelle, angesichts dessen, dass ich jetzt nochmal weitere Teile herausgenommen habe einer tiefergehenden Argumentation. Wir können die gegenwärtige Krise mit dem Titel eines Buches, an dem, glaube ich, auch Alex beteiligt ist, nämlich, was den Titel trägt, Vielfachkrise, ganz gut charakterisieren. Denn es ist hier eine Krise des Fordismus, ein Versagen auch, eine Krise dessen, dafür ein Nachfolgemodell zu finden, eine Krise der US-Hegemonie, aber auch eine Krise sozusagen des finanzgetriebenen Kapitalismus. Im Gegensatz jedoch mit dem liberalen Italien und der Weimarer Republik und darüber hinaus vielleicht noch stärker dem Amerika der New Deal-Ära ist diese Vielfachkrise nicht ursprünglich assoziiert gewesen mit einer politischen Krise oder Krise des Staates. Aber wir sehen doch jetzt zunehmend eine Krise oder mehrere Krisen der Repräsentation in den Verhältnissen zwischen Parteien, Wählern und ihren gesellschaftlichen Basen aufkommen. Wir sehen die Paralyse, die Lähmung politischer Institutionen und auch das zunehmende Zurückgreifen auf nicht mehr verantwortetes Handeln. Das heißt also nicht mehr rechenschaftspflichtiges Handeln in den Zentren der kapitalistischen Finanzmacht und den Einsatz der Krise, um den Angriff auf die verbliebenen Institutionen des keynesianistischen Wohlfahrtsstaates zu intensivieren. Wir sind fast da. In terms of learning in crisis, in terms of the unity of theory and practice, it seems that the actions, sorry, Mikro, in terms of learning in crisis, that is to say,
in terms of the unity or potential unity of theory and practice, the actions of the power blocks illustrate Karl Deutsch's aphorism that power can be defined as the ability not to have to learn from one's mistakes, a curious inversion of the unity of theory and practice. The transnational power bloc has not been seriously fractured. Financial capital has retained its strongholds in the leading states and in parallel power networks. This is partly due to the earlier and continuing failure of left forces, above all of social democracy, to challenge the hegemony of neoliberalism, and in part because of its gradual adaptation, if not open embrace, of social democratic parties for the neoliberal project. Ja, wir kommen langsam zum Ende. In Bezug auf die Frage nach dem, was und wie man aus der Krise lernt, insbesondere was dann letztlich im Prinzip die Darstellung des Problems ist, der Potentialität, der Einheit zwischen Theorie und Praxis, scheint es so, dass das Handeln der unterschiedlichen Powerblöcke, der unterschiedlichen Machtblöcke hervorragend den von Karl W. Deutsch geprägten Aphorismus verdeutlichen, dass nämlich die Macht als dasjenige Verhältnis definiert werden kann, worin sich die Möglichkeit ergibt, dass man nicht aus den eigenen Fehlern zu lernen gezwungen ist, was natürlich eine merkwürdige Umkehrung der Einheit von Theorie und Praxis ist. Die transnationalen Machtblöcke sind nicht wesentlich frakturiert worden und auch das Finanzkapital hat seine wesentlichen Basen in den führenden Staaten aufrechterhalten können und auch seine parallelen Machtnetzwerke durchsetzen können. Dies hängt teilweise mit den vorher schon stattgefundenen und weiter anhaltenden Versagen der linken Kräfte zusammen, denen es nicht gelingt, die Hegemonie des Neoliberalismus in Frage zu stellen und die sich auch teilweise dieser Entwicklung anpassen, wenn sie sie nicht gar sogar offen umarmen, wie beispielsweise sozialdemokratische Parteien dieses im neoliberalen Projekt gemacht haben. In this defensive phase, and again I'm skipping over part of the argument, I want to argue in the spirit of Nikos Poulantzas that what we're seeing even now in the current crisis is a continuing offensive by transnational capital, surprisingly so perhaps. In this defensive phase in the struggle for democratic socialism, it's essential to mobilize to defend democratic institutions, however imperfect, to develop a more radical and resonant critique of the neoliberal project, to build on popular discontent with austerity politics by mobilizing old and new social movements, and to embark on a war of position to promote a critique of bourgeois political ecology, and I mean ecology, and promote global solidarity. While this is by no means a revolutionary conjuncture, it's not yet a moment for fatalism or a simple politics of the lesser evil. I believe that radical democracy, democratic socialism, was in a position to build on and to prepare in the longer term for the crisis of capitalism if it consistently follows through its, what I'm hoping to see, anti-capitalist critique, its commitment to participatory democracy and more democratic forms of participation, and its emancipatory approach to civil society. In im Sinne von Poulantzas möchte ich hier fortführen und nochmal auf die Entwicklung und die Stärke des transnationalen Kapitalismus eingehen, also die sozusagen auch in gewisser Weise ja vielleicht überraschen kann. Es ist in dieser für den Kampf des demokratischen Sozialismus eher als Verteidigungsphase zu betrachtenden Phase von grundlegender Bedeutung, demokratische Institutionen zu mobilisieren, um demokratische Institutionen zu verteidigen, wie unzureichend diese auch immer sein mögen, eine radikalere Kritik zu entwickeln, die
auch eine Resonanz findet in den Bewegungen, in dem das neoliberale Kritik, in dem das neoliberale Projekt kritisiert wird, dann auf der Unzufriedenheit in der Bevölkerung aufzubauen, die mit den Austeritätspolitiken, mit den Sparpolitiken nicht zufrieden ist und dabei alte und neue soziale Bewegungen zu mobilisieren und darüber hinaus sich auf einen Stellungskrieg einzulassen, in dem eine Kritik der bürgerlichen politischen Ökologie, und ich meine wirklich die politische Ökologie, vorgebracht wird und darüber hinaus auch die weltweite Solidarität aufs Schild gehoben wird. Das ist natürlich in keinem Fall eine revolutionäre Konjunktur. Es ist aber gleichzeitig auch kein Zeitpunkt für Fatalismus oder eine Politik des geringeren Übels. Die radikalen demokratischen, sozialistischen Kräfte sollten hier ihre Position behalten und auf der Krise des Kapitalismus aufbauen, um ihre antikapitalistische, emanzipatorische und auf Partizipation ausgerichtete Politik zu vertiefen und zu entwickeln. Right. I'm now going to turn to my conclusions. Again, I've missed a couple of pages. So I'm on page 24. Returning to the question of why the left has failed in the current crisis, I'm going to offer three rather different answers. First, social democracy has failed because it's complicit, and I would argue necessarily and structurally and not merely ideologically complicit in making the conditions that created the crisis. And it's been locked into attempts at managing a complex crisis that cannot actually be solved and will not be solved within the institutional framework in which it operates. Um zurückzukommen, nachdem ich auch noch ein paar Seiten überschlagen habe, auf die Frage, warum die Linke jetzt in der gegenwärtigen Krise versagt hat, liefere ich drei Antworten. Zuerst einmal hat die sozialdemokratische Orientierung versagt, weil sie nicht nur ideologisch, sondern gar auf strukturelle Weise eingebunden ist in der Herstellung der Bedingungen, die zur Krise geführt haben und auch in die Versuche, diese komplexe Krise zu managen, gefangen sind, eine Krise, die im Übrigen nicht innerhalb des institutionellen Rahmens, in dem die Sozialdemokratie agiert, gelöst werden kann. Second, whether the democratic socialist left has failed can only be judged in relation to the conjuncture. This is a period when transnational capital is on the offensive and indeed has been able to use the crisis to intensify this offensive, displacing the crisis onto the state, for example through sovereign debt, and onto the welfare state, the politics of austerity, to reinforce finance-dominated accumulation. And in those rare cases where neoliberalism, financial capital has been confined, it's nonetheless been pushing forward to advance neoliberalism and authoritarian statism. So we must ask whether measures could have been taken to block this continuing rightward drift. The answer will vary country by country, region by region, but more could have been done. The three planks of a democratic socialist project are important here, to which we must add socio-ecological transformation. Since the crisis is unmanageable, there will be opportunities to recuperate. So it's important to reposition the left, that is to say the democratic socialist left, to take advantage of this. Als zweiter Punkt ist es, ob jetzt die demokratische sozialistische Linke versagt hat, dies kann nur beurteilt werden in Bezug auf die gegenwärtig vorherrschende Konjunktur oder Konstellation. Es ist dies eine Periode, in der das transnationale Kapital sich in der Offensive befindet und in der Tat auch in der Lage war, die Krise auszunutzen, um diese Offensive noch zu intensivieren, indem sie es geschafft hat, die Krise auf den Staat zu verlagern, hier also das Motto der souveränen Schulden des Staates, und auch auf den Wohlfahrtsstaat, nämlich die Frage der Austeritätsprogramme oder der Sparprogramme, zu verlagern, um eine finanzdominierte Akkumulation erneut zu bestärken. Und in denjenigen wenigen Fällen, wo es gelungen ist, dem Einhalt zu gebieten,
versucht es dann, und wo es eingegrenzt war, hat es dann auch noch den Neoliberalismus und den autoritären Etatismus hervorgebracht, also verstärkt. Wir müssen also uns fragen, ob Maßnahmen hätten getroffen werden können, um diese kontinuierliche Entwicklung nach rechts aufzuhalten. Die Antwort wird sich dabei natürlich von Land zu Land, von Region zu Region unterscheiden, aber sicherlich hätte mehr getan werden können. Die drei Flanken eines demokratisch-sozialistischen Projekts sind hier von grundlegender Bedeutung. Wir müssen jedoch hier noch die Frage der sozioökologischen Veränderung, Transformation hinzufügen, da die Krise nicht in den Griff bekommen werden kann, nicht zu managen ist, wird es auch Gelegenheiten geben, hier wieder anzuknüpfen. Es ist also von grundlegender Bedeutung, die Linke so zu repositionieren, so neu aufzustellen, dass sie in der Lage ist, daraus Vorteile zu ziehen. Und ich beziehe mich hier natürlich auf die demokratische sozialistische Linke. Third, the extra parliamentary left and social movements have, I would suggest, had a good crisis. They've been innovative, adopted new strategies and tactics, engaged in tactical actions to occupy space, but done so flexibly, and have, through the Occupy movement and similar initiatives, shifted the terms of debate in the leading capitalist economies. The obvious illustration of that is the 99% versus the 1%, and the ways in which that's changed the terms of political debate in elections, not only in the United States, but elsewhere. Drittens nun ist es so, dass die außerparlamentarische Linke und die sozialen Bewegungen eine gute Krise gehabt haben, wie ich eingangs sozusagen versucht habe darzustellen. Sie waren innovativ, sie haben neue Strategien aufgegriffen, neue Taktiken, sie haben taktische Aktionen entwickelt, um bestimmte Räume auch zu besetzen, aber dabei sind sie sehr flexibel vorgegangen und sind in der Lage gewesen, insbesondere durch die Occupy-Bewegung, die Begrifflichkeiten in der Debatte in den vorherrschenden kapitalistischen Ökonomien neu zu setzen, auch zu ihrem Vorteil. Und das ein offensichtliches Beispiel, eine offensichtliche Illustration dafür ist die Debatte um die 99% gegenüber den 1%, die ganz offensichtlich die Begrifflichkeiten, unter denen jetzt Politik diskutiert werden kann, in diesen Ländern grundlegend verändert hat. Let me end with a reference to Zhou Enlai. At a meeting with Nixon and Kissinger in the United States, he was asked how he assessed the significance of the French Revolution. He replied that it was too soon to say. This is usually related to the events of 1789, which would suggest that he was a particularly cautious commentator. He had, however, understood the question to refer to the May events of 1968, which posed delicate problems for him because the students were influenced by Mao Zedong, and this was politically controversial in China. While the question of whether the left has failed in the crisis doesn't have quite the same scope for historical misunderstanding, the crisis is certainly not over. I expect it, in fact, to intensify, because whatever may be happening at the level of the political scene, other changes occurring structurally that make the political scene in certain ways irrelevant. So whether the democratic socialist left and the extra-parliamentary left and social movements have failed in the crisis is, I suggest, also too soon to say. Ja, lässt mich schließen mit einem Bezug auf Zhou Enlai. Auf einem Treffen mit Nixon, auf einer Zusammenkunft mit Nixon und Kissinger in den Vereinigten Staaten, wurde er gefragt, wie er die Bedeutung der Französischen Revolution einschätzte. Er antwortete darauf, dass das nun noch zu früh sei, um es abschließend beurteilen zu können. Im Allgemeinen wird das bezogen auf die Vorgänge von 1789. Und damit hätte er wirklich als sehr vorsichtiger Kommentator gegolten, nach so langer Zeit darüber noch nicht urteilen zu wollen. In der Tat hatte er jedoch verstanden, dass sich diese Frage auf die Vorgänge des französischen Mais von 1968 bezogen hätte, was natürlich zu sehr
heiklen Problemen zurück in China geführt hätte, weil natürlich die Studenten damals sehr stark von Mao Zedong beeinflusst worden waren. Während die Frage, ob die Linke jetzt versagt hat in der gegenwärtigen Krise, nicht ganz dieselbe Möglichkeit für ein historisches Missverständnis bietet, ist es dennoch so, dass die Krise sicherlich nicht abgeschlossen ist. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass sie sich noch intensivieren wird. Unabhängig von den Entwicklungen auf der politischen Szene finden strukturelle Veränderungen statt, die gegebenenfalls vielleicht sogar dazu führen, dass die politische Szene in Zukunft völlig irrelevant sein kann. Ob nun also die demokratische sozialistische Linke und die außerparlamentarische Linke und die sozialen Bewegungen in der Krise versagt haben, ist, so würde ich es nahelegen, noch zu früh zu beurteilen. Vielen Dank.